Au! Drecksau! Weg da! Blöde Mäuse. Hallo, lange nicht gesehen. Wie geht's euch? Hast was anderes? Besiegst du Arcanim, dann werden auch die Soldaten seinem Bann entrinnen. Nun mach dich auf, alle drei Amulette zu sammeln. Viel Glück. Ja, ich brauche nur noch eins. Und das ist echt ein bescheuerter Gegner, der jetzt kommt. Yes. Oh, bin ich stark. Mal schön vorbeischleichen. Doppelt. Da. Wupp. So. Ja, es gab da mal einen Trick. Ich weiß nicht, ob der hier funktioniert. Es kann auch sein, dass das nur so ein Special-Dingens einfach ist. Wo man sich über diese Abgründe... Wo man über diese Abgründe sich mit diesem... mit diesem Pegasus-Schuhen über diese Abgründe rübermogeln konnte. Ich weiß zwar nicht, wer du bist, aber wenn du auf dem Weg zum Berg bist, bitte ich, dich begleiten zu dürfen. Ich habe nämlich meine Lampe verloren. Ich glaube, es gibt hier auch nichts sonderlich Interessantes, weswegen ich hier den Originalweg nehme. Vorsicht, da sind tiefe Löcher im Boden. Laufe lieber rechts erlang. Bist du auch auf dem Weg zum Berg, um nach der goldenen Macht zu suchen? Dieser Berg liegt direkt vor uns, aber ich möchte dir einen guten Rat geben. Viele sind bei der Suche nach der goldenen Macht schon spurlos verschwunden. Hör auf meinen Rat und gib deinen Plan auf. Ich meine es nur gut. Bäh. So viel zum Thema Originalweg. Geh lieber nach rechts. Weißt du, ich habe eine Enkelin in deinem Alter. Der König ließ sie auf seine Burg verschleppen und sie kehrte nie zurück. Sicher steckt der Zauberer dahinter. Es ist ein Teil seiner bösartigen Pläne. Ich vermute, Arcanim versucht durch die Entführung der Mädchen, die Nachfahren der sieben Weisen sind, sich ihre besonderen Kräfte zunutze zu machen. Geh weg. Geh weg. Bäh, die sind auch mies, diese Scheißviecher. Vor allem, wenn sie irgendwelche Wege versperren. Die vermissten Mädchen sind bestimmt noch am Leben. Ich glaube fest daran, dass eines Tages ein Held erscheint, der sie befreien wird. Entschuldige, dass ich so viel rede, aber vielen Dank, dass du mir so freundlich zuhörst. Noch etwas, falls du in einen magischen Teleporter gerätst, dann schaue in diesen Spiegel. Du hast den Zauberspiegel. Es ist klar, er ist klar, blau und schön. Aber was ist das? Fühlst du, wie etwas versucht, dich in eine andere Welt hineinzuziehen? Au, danke. Der hinterhältige Zauberer hat den König arglistig getäuscht. Er versucht nun mittels Magie, den Weg in die Schattenwelt zu öffnen. Ein grauenvoller Gedanke, wenn ihm das gelingt. Im Turm auf dem Berg befindet sich eine sagenhafte Mondperle. Finde sie auf jeden Fall. Alles, was ich jetzt noch für dich tun kann, ist, die Erholung zu verschaffen. Du kannst jederzeit zu mir zurück. Dankeschön. Ja, wenn man da hinten weiterläuft, kommt man übrigens wieder zurück zum Eingang. Also wenn man zurück möchte.
Und hier ist das gefährlich wegen diesen bescheuerten Steinen, die ziemlich abnerven. Yeah. Geld. Geh, mach Platz da. Ich bin fast pleite, ich brauche wieder Geld. Boah. Geh weg. Ah, der verfolgt mich, der verfolgt mich. Hilfe. Ah, hier brauche ich, glaube ich, den Enter-Haken. Jo. Einmal umkieken, vielleicht finden wir ja noch was. Au! Au! Geh weg! Scheiß Viecher. Ah! Das tut voll weh. So, hier geht es wieder nach Hause. Diese Höhle führt zurück zum Dorf. Ich weiß gar nicht mehr, ob hier noch was Bestimmtes war. Ich gehe gerade mal kicken. Oh, guten Tag. Lecker. Hoi, tschüss. Oh, danke schön. Ach, ich liebe diese Viecher. Jetzt wäre ich fast wieder da reingesprungen. Jetzt muss ich doch noch mal gucken. War denn dahin? War das nicht der Weg nach oben? Jetzt muss ich doch noch mal gucken. Was das für ein Weg gewesen ist. Ich weiß das gar nicht mehr. Ach, da kann man nach oben. Irgendwie war das ein Weg, ja. Da kann man nach oben. Gut. Und jetzt hoffe ich, dass von oben nichts kommt, das mich totschlägt. Weil während man nämlich eine Treppe hochläuft, kommen nämlich weiterhin diese Felsen. Und wenn man drunter steht, hat man ein Problem. Bitte noch nicht drauf. Nicht erst gucken. Okay, da war offensichtlich nichts. Gut. Also gut, gehen wir weiter. Gehen wir weiter. Hallo, guck mal, ich bin ein wunderschönes Häschen und kann auch nicht mal was aufnehmen. Hallo. Was willst du hier? Bildest du dir ein, du Hasenfuß, kannst mehr rausrichten als ich? Ich suchte die goldene Macht und was ist aus mir geworden? Ich kann nicht mehr zurück. Wenn ich nur die Mondperle aus Heras Turm hätte, dann könnte ich mich zurückverwandeln. Ist doch kein Wunder, dass ich so gereizt bin, oder? Nun lass mich endlich in Ruhe. Bounce, Bounce. Hallo, du Hasenfuß. Ich muss dir was erzählen. Sperr die Löffel auf. Das Böse hat diese Welt fast identisch mit Hyrule erschaffen. Was das bedeutet? Das heißt, zu allem und jedem in Hyrule gibt es ein Gegenstück in dieser Welt. Die goldene Macht verwandelt jeden, der in diese Welt kommt, in sein wahres Ich.
Ich zum Beispiel ändere ständig meine Meinung. So wurde ich zu einem Ball. Die Mondperle aber hilft dir, deine ursprüngliche Gestalt zu bewahren. So. Wir bewahren uns jetzt auch und gehen zurück in die normale Welt mit dem Spiegel. Und siehe da, was haben wir denn da Schönes? Ein Herzteil. So, da hinten kommen wir, glaube ich, auch noch nicht hin. Ach nee, das ist ja ganz anders. Das ist ja hier. Und selbst wenn, würde es trotzdem nichts bringen, weil erstens das. Und zweitens, wenn wir das benutzen, halte das Masterschwert hoch und du wirst das Luftmedaillon bekommen. Also das dauert noch. Wir brauchen erst das Masterschwert. Ist klar. Natürlich, natürlich läuft dieses Scheißviech jetzt da rein. Klar, warum auch nicht? So, können wir hier schon was machen? Nö, da brauche ich den Hammer. Alles klar. Gut. Also dann, ab in Heras Turm, den letzten Dungeon vor dem, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, Zwischenfinale? So, ich speichere mal eben. Ich habe schon lange nicht mehr gespeichert. So, herzlich willkommen. Und ich muss jetzt erstmal gucken, wie das nochmal war. Vieh, Alter, geh weg! Mann, ach, jetzt sind ja diese blauen Dinger wieder oben, ne? So, jetzt nimmer. Da mal was da gibt. Ach, das ist das. Da muss ich ja vorher erstmal woanders dahin. Ja, ich bin mal gespannt, ob ich das in 8 Minuten schaffe. Zur Not hat es ein bisschen Überlänge, weil ich weiß nicht, ob es so toll ist, irgendwie direkt dazwischen irgendwie aufzuhören. Jetzt. Oh Mann, ich hasse diese Viecher. Oh nein. Ich hasse es. Da funktioniert jetzt leider der Trick nicht mehr. Mit dem in der Tür stehen. Aber so funktioniert das eigentlich ganz gut. Oh. Oh, geschafft. So, wenn irgendjemand von euch hier einen Trick kennt, wie man sowas auch anderweitig überleben kann, dann sagt mir doch bitte Bescheid. Ja, ich hasse. Oh Gott, ich hasse diese Mist-Scheißerchen. So, guten Tag. Wow. Das hast du ja richtig gut gemacht. Jetzt. Wow. Au. Weil die sind nämlich ganz gemein. Wenn man die nämlich hier anschlägt und trifft sie nicht, dann schmeißen die einen Knochen. Also die wäre dann richtig sauer. So. Tada! Und schon kriegt man den großen Schlüssel. Ja, diese Tempel, die sind noch nicht allzu... Lasst mich in Ruhe. Diese Tempel sind tatsächlich noch nicht allzu schwierig. Ja. Oh, Alter, ich hasse die. Ja, geh weg. Ha. Ich habe euch eingesperrt. Edge. Scheißviecher. So, jetzt geht's nach oben. Oh, wo waren jetzt? Yay. Funktioniert natürlich nicht. Wo waren der jetzt? Treffer. Sehr schön.
So. Die sind übrigens auch ganz gemein. Abgesehen davon, dass sie unfassbar viel Leben haben, schubsen die einen auch und ziehen natürlich selber sehr viel Leben ab. Ja, jetzt muss ich mal überlegen. Allerdings, wenn man hier in der Tür steht, nicht. Ich kann auch gerade nichts machen. Tschüss. War nett mit dir. So. Whoops. Komm her, Schnuffi. Komm, 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 komm. Komm, Schnuffi. Tschüss. Ich könnte mal ein bisschen Leben gebrauchen, Kinders. Bäh. Bäh. Ach, dankeschön. Ich möchte nämlich nur ungern jetzt schon auf meine geliebten Feen zurückgreifen müssen. Ihr seht, da oben haben wir eine große Truhe, an die wir ran müssen. Und das kommen wir hier. Tada! Bei allen anderen ähnlichen würde ich hier drauf landen. Und dann wäre das wieder nicht möglich. So. Das Wichtigste... Hier drin haben wir... Naja gut, was heißt das Wichtigste? Wir brauchen eigentlich das Amulett und die Mondperle, sonst kommen wir nicht weiter. Doing, doing. Aber natürlich ist das Ding hier aktiviert. Okay, ich muss nochmal runter. Und ja, wenn man in diese Löcher, in diese anderen Löcher tritt, fällt man immer wieder runter. Und das ist eigentlich auch das ganz Böse, was den Endboss einfach so zum Aggro-Viech einfach macht. Jedenfalls für mich persönlich. Also wo ich das letzte Mal hier gespielt habe, oh Alter, ich hätte schreien können vor Schmerzen. Ich habe so ewig gebraucht, um den zu plätten, weil dieses Viech ist nur an der Schwanzspitze verwundbar. Und es schubst dich immer von der Plattform. Du musst immer wieder von vorne, immer wieder hochlaufen. Und das ist nach der Weile. Du musst nur dreimal treffen. Aber das ist so gemein. Und er macht natürlich auch noch immens Schaden, wenn er dich berührt. Dazu noch. Und das ist so mega unfair. So mega scheiße einfach. Ich hasse dieses Vieh. Aber ein Vorteil hat es, hier gibt es jede Menge Herzer. Ich muss erstmal hier aufräumen. Erstmal hier aufräumen. Ja, ihr seht schon, wie viel dieses Viech einfach aushält. So, hier gibt es Herzen. Also diese ganzen Reihen sind alle voller Herzen. Und ja. Ja, jetzt ist er natürlich nicht oben. Geh mal nach oben, bitte. Jetzt hängt das Viech natürlich die ganze Zeit hier unten. Und verpisst sich nicht mehr nach oben, dass ich in Ruhe hier runterspringen kann. Oh, dieses Mistvieh einfach, ne? Komm mal hier hoch, Schätzlein. Ach. Ich will einfach nur, dass du da oben bist. Komm mal hierher.
Ah, vielen Dank. Jetzt ist der hier nämlich weg und jetzt kann ich in Ruhe runterspringen, ohne dass der mir in die Quere kommt. Deswegen speichere ich jetzt hier. Weil das ist einer der Agro-Bosse einfach nur. So, dann wollen wir mal, ne? Ich weiß gar nicht, ob das auch funktioniert hatte. So. Weil ihr seht schon, hier ist alles kaputt und er kickt uns einfach immer runter. Wenn wir irgendwie, wenn er uns berührt, er kickt uns einfach zurück. Und wenn wir runterfallen, müssen wir erstmal den ganzen Scheißweg wieder hochlaufen und müssen auch wieder dreimal von vorne draufschlagen. Und das ist echt mies. Yeah. Komm her, du Sack. Weil, der ist halt leider Gottes auch echt, man weiß halt nicht, wo er hinlaufen wird. Das ist halt komplett willkürlich. Ja gut, es sind doch ein bisschen mehr als dreimal. Oh, jetzt wird er nämlich richtig schnell und das ist das Gefährliche. Oh, Gott sei Dank. Einmal noch. Nein! Genau das ist das, was ich meine. Das ist richtig unfair. Also, was heißt unfair? Aber das ist richtig mies, gerade wenn er halt so schnell ist. So, und jetzt ist halt das Problem, jetzt muss man halt wieder komplett von vorne anfangen. Es gibt manche Situationen, da geht das richtig gut, da kriegt man den richtig gut, aber dann kommt halt auch wieder Situation, da, alter Schwede, ey, da beißt dir halber an dem Scheißviech die Zähne aus, tatsächlich. Oh Gott, das war keine gute Idee, an der Ecke zu stehen. Ah gut, ich kann es ja so weiter probieren. Ich meine, noch ist es nicht zu nervig, wenn ich jetzt halt irgendwie eine ganze Reihe Herzen verloren habe. Dann kann man... Ist denn, das ist das Problem, wenn der nämlich noch hier unten ist, dass der nämlich genau in dem Moment zu mir rüber rutscht, wenn ich gerade runterspringe und ich dann natürlich drauf springe und dann direkt... Ah, shit. Und dann direkt aufs Maul kriege und wahrscheinlich direkt runterfalle. Ja, und er kommt natürlich nochmal hinterher und setzt nochmal nach. Und, ja. Und ganz gemein wird es im Übrigen, wenn er uns in die Mitte runterkickt. Weil dann fallen wir nicht nur ein Stockwerk runter, sondern den kompletten Tempel. Und wir dürfen nochmal komplett neu hochlaufen. So. Nächster Versuch. Und manchmal hat man wirklich das Gefühl, der verfolgt einen. Und manchmal, ich weiß nicht. Dann gondelt der die ganze Zeit da drüben rum und kommt nicht rüber. Und dann, ich weiß nicht. Dann hat man wirklich das Gefühl, dass der die ganze Zeit über einen verfolgt. Ich kann halt leider auch nicht irgendwie meine... Ah, komm! Her! Jetzt aber! Ja, Mann! Ich kann halt auch hier leider die Schuhe nicht benutzen, weil ich sonst von alleine runterspringe und das wäre nicht so gut. So, geschafft. Oh Gott sei Dank. Juhu! Tada! Also diesmal lief das deutlich angenehmer als da, wo ich alleine gespielt, also ohne Aufnahmen und so gespielt habe. Oh, ich glaube, da habe ich eine halbe Stunde gebraucht und habe zwischendurch immer wieder geladen. Da habe ich mich wirklich wie der letzte Depp angestellt. So, du hast das Amulett der Weisheit errungen. Geschafft, du hast alle drei Amulette. Geh jetzt und suche das Masterschwert in den verlorenen Wäldern. Tada! Aber, meine lieben Freunde, wir sind schon 5 Minuten über der Zeit, aber es ist noch im Rahmen und von daher verabschiede ich mich jetzt auch für diese Aufnahme, weil die 7 Folgen sind durch. Und ich bin gespannt, ob das Hochladen funktioniert und ich werde es sehen und ich hoffe es. Wenn ja, gehen die Folgen online, wenn nein, gehen die Folgen nicht online, sondern warten darauf, ja, dass das irgendwann mal so funktioniert, dass sie online gehen können. So, also...
bis dato. Sehen wir uns dann nächste Woche bei... ja, was heißt nächste Woche? Vorausgesetzt, ich habe Lust. Sehen wir uns dann das nächste Mal bei Viva Piñata wieder. Eventuell bei Prey und bei Fallout 4. Je nachdem, ob ich halt Lust habe oder nicht. Aber wir sehen uns, denke ich mal, auf jeden Fall wieder bei Minecraft. Querstrich Pumpkin Days. Je nachdem, was die gute Salome und ich Bock haben. Und macht's gut, ne? Lasst euch nicht ärgern. Und tschüss.